Hallo zusammen, ich möchte euch die Sternzeichenlegung für Sternzeichen Widder aufnehmen, und zwar für den Monat Mai. Wir schauen mal, was der Mai für die Widder bereithält. Denkt daran, es ist eine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, dann ist es nicht deine Botschaft und dann bitte ignorieren. So, wir starten mit einer Hauptüberschrift für Sternzeichen Widder im Mai. Wir haben Angriff ist die Lösung, gehe mutig deinen Weg. Und ich glaube, es ist einfach im Mai von dir gefragt, dass du mutig bist, deinen Weg gehst und nach vorne gehst. Aber das passt ja, Widder ist so. Also sei mutig, verliere nicht den Mut und gehe einfach deinen Weg. So, wir ergänzen das mit anderen Orakelkarten und schauen, was die Ergänzung ist. Für Widder im Mai, ja, siehst du, Angriff ist die beste Lösung. Geh in deinen Mut, es möchte Milch und Honig fließen. Ein guter Mai, der Wonnemonat Mai für dich, Milch und Honig soll fließen und Treasure Island, ein Schatz wird sich dir eröffnen und das ist schön. Ich denke, es war eine schwierigere Zeit und ja, du hast diese schwierige Zeit jetzt aber genutzt, in den Mut zu gehen und deine höhere Kraft wieder zu finden oder zu verstärken oder zu verinnerlichen. Und ich glaube, der Mai wird jetzt um einiges einfacher. Und Milch und Honig soll fließen. So, wir schauen mit Tarotkarten, was die Ergänzung dazu ist. Ja, Widder. Ja, das ist das. Sei mutig, steh auf und lass dich nicht von äußeren Umständen auf den Boden drücken. Die Sonne scheint trotzdem. Und ich glaube, im Mai kommst du aus dieser Energie raus, dass du dich ja leblos auf den Boden gedrückt fühlst. Der Hierophant, die Lernaufgabe, aber auch die Verbindlichkeit. Und hier fliegt die Taube weg, also diese Freiheit. Und ich denke wirklich, dass du jetzt durch bist. Und schau hier, wir haben hier im Hintergrund einen Elefanten und einen Stier oder irgendetwas. Und ich glaube jetzt wirklich, der Elefant hier badet in Milch und Honig. Es geht nach vorne. Du hast diese Aufgabe gemeistert. Du bist jetzt mutiger wie je zuvor. Und jetzt kommen wirklich diese schönen Dinge auf Augenhöhe in dein Leben. Es muss nicht beziehungstechnisch sein. Es kann wirklich Job sein, es kann eine Wohnung sein, es kann irgendetwas sein, was dir entspricht, was mit dir auf Augenhöhe ist. Und hier haben wir schon die Ergänzung zu dieser höheren Macht, diese höhere Kraft. Du bist die hohe Priesterin, du hast Schatten- und Sonnenseiten vereint. Und diese Schattenseite sollte jetzt durch sein. Und es geht nach vorne. Wir haben hier zwei, ja, guck, die Herrscherin, du als ermächtigte, selbstständige Person und die Wunscherfüllung und Heilung mit dem Stern. Das sieht sehr gut aus für Mai, wirklich. Du bist dadurch etwas durchgegangen, wo es nicht einfach war, aber du warst immer im Vertrauen des Rates Schicksals. Du hast gewusst, es wird sich weiterdrehen. Und ja, jetzt ist es soweit, es geht nach vorne zur kompletten emotionalen Fülle. Happy Family Karte, vielleicht geht es auch um Familienthemen. Und du wirst wirklich jetzt in eine bessere Energie kommen, weil du hast mit der Prinzessin der Schwerter aus der Vergangenheit gelernt und diese Schwert, diese Erkenntnisse jetzt zu dir genommen und ja, mit diesem Schwert wirst du jetzt angreifen, aber nicht im Negativen, sondern du wirst deine Erkenntnisse, deinen Fokus nehmen und deine Sorgen überwinden, deine schlaflosen Nächte und in diese emotionale Fülle gehen mit dem Ast der Kelche, auch wieder diese Friedenstaube im Frieden und in innerer, ja, in innerem Frieden und in Freiheit nach vorne gehen. Gut, wir schauen mit anderen Tarotkarten auf die einzelnen Orakelkarten. Wir schauen mal auf Milch und Honig, was da fließen möchte. Ja, das ist das Milch und Honig, absolute Zufriedenheit, emotionale Zufriedenheit, Happy Family Karte. Ich glaube, mehr müssen wir nicht dazu sagen. Es geht nicht um materielle Dinge, sondern es geht wirklich um diese emotionale Fülle. Wir schauen mal auf Treasure Island, vielleicht geht es da um materielle Dinge. Ja, da schon eher, aber das ist ja nicht schlecht. Es muss natürlich nicht immer nur emotional sein, wir leben hier materialistisch trotzdem. Wir haben hier einen König der Münzen und für mich steht das dafür, dass du in letzter Zeit viel innere Konflikte hattest in Bezug auch auf Geld, auf Stabilität, auf 3D-Dingen. Und da hattest du innere Konflikte, vielleicht auch Konkurrenzkampf beim Job, aber da möchte jetzt wirklich auch mit Karma etwas aufgelöst werden, dass sich diese Schatztruhe öffnet
emotionale Fülle und auch finanzielle Stabilität rauskommt. Wir haben auch hier diese Ausgelaugtheit nochmal. Es kann sein, dass bei finanziellen Themen da eine Abgeschlagenheit war, eine ja, nicht so schöne Situation, aber ich denke, im Mai wirst du diesen Fluss überwinden können und vielleicht auch mit dieser Emotionalität, mit Milch und Honig, wo der fließt, werden sich die anderen Dinge drumherum einfach regeln. Das wäre wünschenswert. Wir haben auch hier nochmal das Gedankengefängnis mit Neun der Schwertern. Und ich glaube wirklich, ja, es wird Zeit, dieses Negative loszulassen, die Augenbinde abzunehmen und nach vorne schauen, weil da kommen sehr, sehr schöne Dinge. Die Schatzinsel, Milch und Honig und deine Anbindung nach oben ist so hoch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ein Schlüssel hier auf der Stirn. Das ist der Schlüssel, um wirklich im Vertrauen zu sein, in der Gelassenheit zu sein, dass alles gut wird und gut ist. Und ich glaube, das erkennst du im Mai noch mehr. Und deswegen nochmal die Sonne bei dieser höheren Kraft. Wenn du dir deiner Kraft bewusst wirst, deiner Selbstermächtigung bewusst wird, kann die Sonne scheinen, du bist wie neu geboren. Und ich glaube, das hält der Mai für dich bereit. Jetzt schauen wir mal auf diesen Angriff. Gehe mutig deinen Weg. Ja, also dieser Angriff ist jetzt wirklich schön erklärt. Alles, was manipulativ ist, alles, wo du dich bestohlen fühlst, alles das, was sich nicht für dich im Leben richtig anfühlt, dagegen darfst du dich jetzt wirklich wehren, darfst du die Angriffshaltung gehen und das nicht mehr an dich heranlassen. Und dann kommt tatsächlich die Unterstützung von oben dazu mit Justitia, dass alle Sachen gerecht geregelt werden. Dienlich für dich, dienlich für alle. Und mit dieser höheren Kraft, mit diesem Vertrauen in deine höhere Kraft, wird es dann um einiges einfacher werden. Gut, nehmen wir eine Engelsbotschaft dazu. Und wir haben Regeneration. Komm zur Ruhe und lasse rastlose Gedanken ziehen. Das sind die rastlosen Gedanken mit Neun der Schwertern. Komm zur Ruhe, lass das ziehen. Du weißt, du kannst kämpfen, wenn du musst. Von daher ist das eine schöne Gewissheit. Und alles andere wird sich im Mai tatsächlich von alleine regeln. Wir haben auch wieder das Rad des Schicksals. Es kommt, wie es kommt. Und du darfst jetzt einfach zur Ruhe kommen und genießen. Wir nehmen ein Krafttier und wir haben der weiße Rabe, Vertraue der Magie. Auch da nochmal der Hinweis, vertraue dir, vertraue der höheren Kraft, vertraue darauf, dass Milch und Honig fließen soll, dass die Schatztruhe geöffnet wird und dann kann nichts passieren. Du wirst dann diese Magie vielleicht auch noch mehr begreifen und verinnerlichen und dann kommt diese emotionale Fülle, diese Happy Family, wenn es um Familienthemen geht, Beziehungsthemen geht. Es wird ruhiger, es wird schöner. Es wird viel mehr auf Augenhöhe und von Respekt geprägt sein und das ist gut. Gut, wir schauen noch mit Lennemann für Mai. Für die Bitte. Ein Mann. Wir schauen mal. Ja, ich glaube, das ist die Verbindlichkeit mit dir und ich glaube tatsächlich, es ist die männliche Energie, die eben angreifen kann, wenn es sein muss, die in das Tun kommt, wenn es darum geht, etwas zu verteidigen, in dem Fall dich verteidigen. Oder wenn es um Beziehungen geht, kann auch ein Job sein, Familie, was auch immer. Das, was dir gegenübersteht, das ist verbindlich und treu und das ist das Wichtigste. Es ist authentisch, es ist integer und es ist treu. Und das ist das, was wir uns wünschen und wohin wir eigentlich streben. Authentische, ethisch korrekte Beziehungen, Jobs, was auch immer. Aber auch hier nochmal der Hinweis, es ist deine Entscheidung, was du möchtest und was nicht, aber Reichtum und Fülle liegt bereit, das ist Milch und Honig, auch diese schönen Verbindungen und das ist das, was im Moment noch da ist, diese Unruhe mit den Neun der Schwertern, diese schlaflosen Nächte, aber auch noch ein bisschen diese Abgeschlagenheit, aber das möchte jetzt auch deiner Weisheit weichen und das ist diese Erkenntnis, die du daraus ziehen kannst, was aus der Vergangenheit passiert ist und mit dieser Weisheit, wo du jetzt erlangt hast, soll es einfach jetzt ruhiger nach vorne gehen. Keine Zweifel, es wird alles absterben, was nicht dienlich ist für dich und die Hindernisse werden tatsächlich weichen. Ich denke, der beste Tipp ist, bleib im Vertrauen auf deine höhere Kraft, das ist der Schlüssel und dann wird die Sonne scheinen. So, wir nehmen noch eine Botschaft zum Abschluss.
Engel der Heiterkeit. Lachen ist die Kraft, die das Dunkle vertreibt und die Sonne in dein Leben bringt. Wenn du positiv und fröhlichen Gemüts durchs Leben gehst, bist du ein glücklicher und ausgeglichener Mensch. Die Botschaft deines Engels sei stets heiter und vergnügt und betrachte die Dinge von ihrer positiven Seite. Und das ist hier mit dieser, ja, mit dieser Augenbinde, die Sorgen, wo dir die Augen verschließen vor dem Positiven und Schönen. Und das möchte jetzt weichen, dass du wieder mehr in die Leichtigkeit und Heiterkeit kommst und positiv in den Mai startest oder zumindest mal in den Mai so verbringst. Gut, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mai und bis bald. Ciao, ciao.